Und wenn du die Muslime über Allah Azzawajal heutzutage fragst, wer ist Allah? Die sollen dir das mit wenigen Wörtern wiedergeben. Wer ist Allah? Du kannst nicht sagen, Gott. Dann hast du Wasser mit Wasser erklärt. Du musst Allah kennen. Und wenn du die fragst, die Muslime sagen, wer ist Allah? Und die sagen, wenn du auf der Erde, auf dieser Erde, machst, was wirst du sagen unter der Erde, wenn die Frage kommt, mein Rabbuk? Wie willst du da antworten? Wenn du auf der Erde nicht antworten kannst. Darum ist diese Pflicht so wichtig. Darum, wenn du über Aqida lernst und dir fragen, was ist die erste Pflicht? Ist Ma'rifatillah. Und vor allem Kenntnis haben über das, was Allah von dir verlangt.